Herzlich willkommen zurück bei Anno 1404 in der History Edition mit der schönen Schönbaumod, die wir auch gleich nochmal ausnutzen werden. In der letzten Folge haben wir unseren Hafen aufgebaut und so ein bisschen um Brillen gekümmert. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Nee, das ist auch okay so. Ich war gerade überlegen, ob das schief gebaut ist, aber nee. Ich würde sagen, das ist okay. Das ist einfach nur der jetzt hier so ein bisschen zur Hauptstraße gedreht. Eine Insel wurde erfolgreich kartografiert. Sehr schön, dann geht's hier gleich mal weiter. Ich würde gerne hier hinten mal ein bisschen was für den Dingens hier bauen. Ne, hier, ihr wisst schon den, ne? Und so. So, guck mal, erstmal hier richtig geil so ein. Oh Mann, ich kann hier nicht hinbauen. Das ist jetzt ja ein bisschen schwennig, ne? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das ist ja mehr oder weniger schon so eine gutes Geschäft gemacht. Kleine Verschlechterung tatsächlich, würde ich meinen. Das ging doch hier so wie mit dem hier. Könnte ich einfach hier reinbauen. Mit der Hecke. Eine Insel wurde erfolgreich kartografiert. Finde ich nicht gut. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Pass mal auf. Dann müssen wir das alles mal ein bisschen anders angehen hier. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf jetzt hier. Pass mal auf. Ne? So. So. Produktion kommt zum Erliegen. Oder pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Der Kaiser wird davon erfahren. So. So. Zierwerk. Gib mir die scheiß Hecke jetzt hierher. Und zwar kommt jetzt hier vorne so ein Tor hin. Hier kommt eine Ecke hin. Und machen wir jetzt hier auch noch eine Hecke hin. So. Einfach hier. So ist es recht. Wie, was, wo? So. Euch für eure Zuverlässigkeit. Da jetzt. Und hier nochmal. Und dann geht's hier drüben ums Eck. Können wir das bis hier drüben hin durchziehen, ja. Dann geht's hier nochmal rum und da nochmal rum. Und dann haben wir das. So einfach kann das nämlich gehen. Cool, dass sich das einfach dreht. Finde ich richtig nice. Cooles Feature auf jeden Fall. Nun, habt ihr Gutes über den euch anvertrauten Auftrag zu berichten? Immer. Es gefällt uns, wie gehorsam ihr eure Pflicht gegenüber eurem Kaiser erfüllt. So. Ah, okay. Also die Stadtmauer ist anders programmiert, deswegen funktioniert das. Na gut. Also ich erinnere mich daran, dass das in dem Ausgangsspiel auch ging, oder? Oder bin ich da gerade auf dem falschen Dampfer? Ich helfe euch gerne aus. So, da so einen kleinen Plätzle hin.
hier so ein paar Pflanzen hinsetzen. So, gucken wir nochmal. Ne, die nicht. Hier, eine die Produktion hier. Kommt zum Erliegen. Einmal durchseppen hier. Ja, komm her. Das geht noch, das geht. Ihr werdet so wieder von mir hören. Dann. Hier ein bisschen was hin, da ein bisschen was hin, hier war so ein bisschen, ne, so, hier und da. Nichts zu auffälliges, aber mal so ein bisschen dezentes. Ja, hier so ein paar Blümchen kann man aber doch schon mal setzen. Sonnenblumen, ja, okay. Also hier einmal hin, da einmal hin. Ja, gut, dann kommen als nächstes hier ein paar Bäume hin. Gibt's auch so richtig schön groß, hier möchte ich gerne noch richtig dicken, monströsen Monsterbaum stehen haben. Genau, den hier, so. Yep, da hast du recht. In der Vanilla kann man die Hecke mit wie eine Straße ziehen. Dies funktioniert. Diese Funktion des Ziehens ist aber ID gebunden. Ah, okay. Da ich aber die Hafenstraße brauchte, musste ich die Funktion der Hecke auf die Hafenstraße umleiten. Ah, okay. Gut, es funktioniert ja auch so, ne? Man muss mal halt sich anders kreativ austoben hier, dass das alles noch so seine Richtigkeit hat und seinen Nutzen erfüllt. So. Okay, machen wir mal hier so einen hin und hier so einen. So, passt hier noch. Da passt noch einer hin, sehr schön. Einmal ein bisschen. Busch! Ja, hier so in der Form. Das ist okay, das können wir machen. Hier, zack. So, meinetwegen. Können wir hier nicht. Nö, das machen wir nicht. Äh, 14.04 ist zum Teil hardcoded. Das Spiel limitiert den Modder auf ein gewisses Maß an zulässigen. Okay. Ja, wie gesagt, ist jetzt kein großer Verlust. So, da ist es, denke ich, schon die bessere Option mit der Hafenstraße, was du sagst. So, nehme ich mal. Nein, das wollte ich da unten. Ja, da, genau, da sollte der hin. Das. Ne? So. Dann hier noch so ein bisschen Gemüse dazwischen. So. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Können die Bäume hier in aller Ruhe heranwachsen. Wie sieht denn das hier aus? So. Hier könnte noch. Ja, so ein Fahren ist schon okay. Das ist okay. Hier könnten wir doch jetzt auch. Hüppala. Einer ihrer Betriebe stellt keine irgendwas Waren Brunnenmäßiges vielleicht auch nicht. Wer weiß.
Nee, das kann sicher nicht. Gucken, ob wir vielleicht noch was Besseres finden, aber erstmal steht der jetzt da. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Nein und nein. Wie sieht's denn hier aus? Bei Zierwerk haben wir hier vielleicht etwas Brauchbares, was ich vielleicht hin könnte. Sitzbänke, genau. Sitzbänke können ja immer mit ran. Schade, da nicht. Hier auch nicht so richtig. Nee, okay, keine Sitzbänke. Ja, nee, ansonsten auch nicht so richtig. Nee, das auch nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ein oder zwei Marktstände vielleicht, dann laufen auch die Leute in den Park. Das ist eine Idee. Warte mal, wie habe ich denn das hier drüben gemacht? Da sind die doch auch reingerannt, oder? Dachte ich. Sind hier? Ja, cool. Hier ist jemand reingelaufen. Alle Marktstände würden tatsächlich nicht so den Sinn dieses Gartens erfüllen. Es soll ja so ein kleiner Kurpark für das Krankenhaus darstellen. Aber gucken wir mal. Hier irgendwas vielleicht so ein bisschen zweckentfremden kann. Warte mal, wo war denn? Das gefällt mir. Statuen haben den gleichen Effekt. Die stellen eine kleine Attraktion dar und werden besichtigt. Ja, das ist gut. Warte mal, ich wollte hier... Es gab doch diese Jungfrauenstatue, sag ich jetzt mal hier. Warte mal, hier ist sie, glaube ich, hier mit bei. Genau, hier das Ding, was da gerade gewesen ist. Dieses 2 breit, 1 tief. Scheiße, da war es schon wieder. Das Ding hier. So, das hätte ich gerne hier. Aber ich weiß nicht, wo es das hier gibt. Also hier war es nicht dabei. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hin. Zierwerk. Hier war es auch nicht dabei, oder? Nee, das war nur die kleine. Ich hätte gern die 2 breite. Also hier die. Naja, gut. Nee. Ich würde da. Die, das geht so nicht. Da brauchen wir die. Die 2 breit ist. Sowieso alles hier Brücke. Das funktioniert also nicht. Gauklerlager, nee. Leuchtturm, Schiffsschaukel. Da muss ich aber auch nochmal was mitmachen hier mit so einem kleinen Freizeitpark hier irgendwo. Das können wir als nächstes mal angreifen. Da hätte ich irgendwie auch Bock drauf. Gut, Friedhof. Marinebild. Warte mal. Ach, offizielle Gebäude.
Ja, das war ja der offizielle Gebäude. Das waren ja nur die. Ach so. Da, ja, sehr schön. Es geht doch. Sehr schön. Des Herrn wird euch alle beschützen. Jetzt wäre es natürlich noch. Ich hoffe, dass ihr mir und meinem Reich diesen Dienst erweist. Ja, doch, das ist okay. Das kann man so machen. Das ist so in Ordnung. Sehr schön. Hier vorne müsste dann vielleicht nochmal. Obwohl, da können wir es mal ganz einfach halten. Da kommt Ihr habt zuerst. umfassendes Wissen über unsere Baukunst erlangt. Hier mal so ein bisschen was hin. Dann brauchen wir einfach nur mal so ein bisschen. Aber hier so ein paar Pflanzen irgendwo willkürlich hinpflanzen. So. Als nächstes kommen hier dann müssen wir das halt so machen. Danke, danke. Ich finde Wenn es es tatsächlich weiter auch nichts sehr ist, schick. womit ich bin. So, einen weiteren Teil der Insel mal wieder ausgebaut. Jetzt ist die Frage, besagter Freizeitpark, welchen ich gerade ansprach. Packen wir den. Achso, warte mal, ihn hier wollte ich auch noch umsetzen. Das machen wir mal zuerst. Kann das auch nicht kopiert werden? Das ist ja frech. Hospitale. Da, dann machen wir jetzt hier nicht so einen großen Freizeitpark da hinten dran. Da kommt einfach nur so ein ganz kleines, lütz Ding. Ich bin doof hier. Da ist es doch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. So, 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 so. Sage er mir doch bitte genau, einmal das brauchen wir. Einmal das brauchen wir. Und hier oben hat sich schon wieder was verbogen. So, hier mal die ganzen nervigen Bäume mal wegmachen, nur das geht ja mal gar nicht. Die Tierzwinger und oder Freizeitanlagen machen, ich glaube, mache ich gerne Schlossanlagen rein. Okay. Schloss habe ich halt auch noch so gar nicht angefangen zu bauen. Das wird auch eine etwas größere Nummer. Ich meine so, okay, die Grundmauern stehen, sage ich jetzt mal. Aber mehr halt auch noch mal so gar nicht. Da muss auf jeden Fall irgendwie noch was ganz Extravagantes hin. Werde ich mich wahrscheinlich inspirieren lassen, sobald ich es angefangen habe zu bauen. Aber hier. Das wird so erstmal nicht schwach. Könnten wir hier nicht jetzt vielleicht so einen kleinen Brunnen hinsetzen? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Das funktioniert schon mal nicht ganz so sehr, wie ich das mir erhofft habe. Mal gucken. Ah, dass das bei dem Krankenhaus da jetzt nicht so ist. Aber warte, vielleicht können wir ja.
auch wieder nicht kopiert werden, weil es hier ist. Hosianna in der Höhe. Das ist das Abbild der Mutter Gottes. Okay. Das Abbild der Mutter Gottes, sagt die schöne junge Frau. Dann. Wo ist es? Ja. Dann brauchen wir hier aber dennoch irgendwie... Scheiße, es geht nicht. Bäume kriege ich hier nicht hin. Damn. Müssen wir das mal so machen hier. So. Was fehlt denn denen? Ach, Kerzenhalter. Ja, mein Gott. Das kriegen wir auch noch hin, Jungs. Das kriegen wir auch noch hin. So, einmal dann bitte hier ein paar Bänke, wollte ich sagen. Dann bin ich an den vorbeigeschossen. Da. Auch schon wieder. Ich bin einfach völlig on fire hier. Damn. So, hier ein paar Bänke. Hier ein paar Bänke. Da ein paar Bänke. Ja, wir können doch theoretisch hier auch... Ich glaube, der Springbrunnen ist auch ein Stück zu groß. Ich würde hier drüben doch gerne einen... hier so ein was hinstellen. Dann Einlass ist frei. Und hier brauchen wir dann nochmal das Ding. Vielleicht kann ein... vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Vermeide Straßen unter die Zielelemente. Sonst läuft die Bevölkerung immer durch die Objekte hindurch. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Unter anderem... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Bei meinem ersten Friedhof, den ich gebaut habe, ihr hier. Seid ganz nach meinem Geschmack. Da laufen sie halt auch regelmäßig durch die Wand durch. Aber das ließ sich da irgendwie nicht verhindern. Also doch, theoretisch schon, indem ich einfach die Wand da hinsetze. Aber das wollte ich nicht. Das sollte genau so sein, wie es jetzt ist. Und hier tendenziell genauso, da laufen sie auch durch. Aber das fand ich persönlich jetzt in diesem Moment nicht so schlimm. Müssen wir so lassen. Ne, der 2x2, der passt ja gar nicht dahin, weil der ja nur 2 breit ist und nicht 3. So, hier nochmal so ein kleines, ganz spontan. Ah, warte mal, mir fällt gerade ein. Können wir vielleicht... Ja, guck mal hier, da muss ich nur irgendwas richtig Knalliges haben, dass das vielleicht der Übergang so ein bisschen besser rüberkommt. Hier, sowas. So, ja. Hier vorne können wir auch nochmal was hinsetzen. Da ist der Eingang ein bisschen weiter links. Warte mal. Interessant. Der ist nicht genau mittig. So fällt es einem auf, ja. Gut. Krankenhaus steht. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Das ist sehr schön. Dann können wir ja uns mal hier um das Gewürz mal. Oh, Schuhe werden auch knappe. Warte mal, hier werden doch. Galbe, noch. Bin voll inspiriert, wie du die einzelnen Elemente einsetzt. Klickst dich echt voll durch. Ja, wie gesagt, es macht Laune. Ich muss sagen, das ist für mich auch gerade so der Grund, warum ich das hier mehr spiele als Anno 1800, weil irgendwie 1800 gibt es nicht so viele. Doch, nicht so viele. Da gibt es ultra viele Zierelemente, ja, aber. Ja, das ist irgendwie was anderes hier. So.
So, hier werden Schuhe hergestellt, ne? Will ich hier noch mehr Schuhe herstellen? Hier werden außerdem nicht genügend Pelze produziert. Warte mal, wo ist denn hier der... Nun ist es an der Zeit, da, dass wieder Ruhe einkehre. An diesem heiligen Ort. Die laufen nicht alle bei 100%. Okay. Stellen wir einfach hier nochmal so zwei, drei von den Buden hin. Hier. Okay. Stellen wir eine von den Buden hin, weil dann haben wir auch kein Material mehr. So. Wie sieht denn das hier aus mit den Brillen? Passt das mittlerweile mal? Ja, es steigt. Das ist sehr schön. Brillen steigen. Wunderbar. Wie ist die Resonanz zu dem Spiel? Gibt es Fragen zum Mod? Nee, also... Keine Waren mehr her. Also gerade bei YouTube, da gab es ab und zu mal die Frage, wie man genau das, die Mod installiert. Da scheint es noch ein paar Unstimmigkeiten zu geben. Gutes Geschäft. Aber ansonsten... nicht so, nee. Gab wenig Fragen. Was jetzt partout ja auch erstmal nicht schlecht ist. Ach so, warte mal, mir war vorhin noch was eingefallen, und zwar hier bei den Flaggen. Die, genau, diese weißen hier, die, okay, die haben jetzt das Banner drauf. Ich glaube, die am Hafen hatten das nicht. Gucken wir noch mal kurz. Eine Produktion hier, kommt Hafen. Waren die hier mit bei? Ich glaube, ja, ne? Da waren sie doch gerade, ich Idiot. So. Diese Flaggen hier am Hafen. Die haben dieses Logo nicht drauf. Und ich war mir überlegen, ob man die irgendwie customizen kann. Aber jetzt, wo ich sie gerade an Land gebaut habe, gehe ich mal davon aus, dass es irgendeinen anderen Grund hat, dass die das Logo, des, also das Banner nicht anzeigen. Spiel wird gespeichert, ja, ja. Spiel gespeichert. So. Ja, wir machen jetzt hier einen Freizeitpark. Das wird's jetzt. Da habe ich jetzt irgendwie mal Bock drauf. Gibt's hier irgendwas? Nicht so richtig. Ist einfach nur ein Bannerbug. Ein fairer Handel. Na gut, ist... Ist vielleicht ein bisschen schade, wenn die Flaggen, also die Banner halt weiß sind. Das sieht ja so aus, als würde die Stadt direkt kapitulieren, noch bevor irgendjemand angreift oder was. Aber... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das ist, denke ich, auch noch verkraftbar. Es gibt ja mehr als genug andere Zierelemente. So. Naja. Also eigentlich wollte ich ja nur die Hauptstraßen mit dem Zeug machen, ne? Rückgängig. Und hier fangen wir jetzt mal an. All unsere Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Das gefällt mir. So. Fangen wir mal an, hier unseren Freizeitpark zu bauen. Auf einer Insel ist ein Vulkan aktiv geworden. Oh nein, das ist ja schrecklich. Oh. Schiffsschaukel. Well. Den müssen wir hier nochmal weghauen. Dann gibt es hier nochmal einen Freskomaler. Was auch immer. Was hat denn der hier für eine Aussicht eigentlich, wenn der jetzt hier malt? Ah ja, genau. Hoppala. Hilfe. Ich bin jetzt gerade irgendwo nach Mappen Süd geflogen.
bisschen vorsichtiger, aber gut, die Aussicht in diese Richtung der Insel ist jetzt nicht so unglaublich schön. Deswegen malst du mal lieber in diese Richtung. Und dann hast du da quasi den Kaiserdom im Hintergrund. So. Alles klar, Siem. Dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du wieder vorbeigeschaut hast. Diese Speicher. Sehr schön. Sehr schön. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Das haben wir schon. Die Elefanten müssen dann nochmal weg. Kommen hier nämlich diese netten Spielmannsleute hin. Dieser Gauklertrupp hier, was ist mit denen? Ausbruch verwüstet eine Insel. Das lassen wir mal. Du müsstest mal hier irgendwie weg. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles ja, jetzt, läuft jetzt nicht mehr. Jetzt kommen sie nicht mehr voran. So, pass mal auf. Hier kommst du hin. Der Leuchtturm. Der Leuchtturm kommt hier vorne hin. Diese Speicherstadt wäre der Mittelpunkt. Großartig. So. Holz kostet der Scheiß hier. Eieiei. Gut. Dann. Dann. Ach, das kostet auch. Das kostet alles Holz hier, Mensch. Achso, da haben wir ja noch ein Schiff. Da war ja irgendwann mal was mit dem komischen Schnappes. Wein. Wenn es weiter Marzipan, ist, was auch immer. Sein kann. Ach. Einmal mal alles weggeräumt. Kommst du nach da oben? Da. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. So, irgendwas hatten wir doch noch hier offen. Ja, Schiffsschaukel haben wir hier. Komm, können wir. Ich helfe euch gerne. Wieso dreht der das denn, Mann? So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ach genau, hier dieses Gauklerlager. Das hatten wir auch noch. Das würde ich auch gerne hier hinten hinsetzen. So. Freskomaler hier. Orgel können wir noch hier hinsetzen. Holz, ey. Ich glaube, ich gehe kaputt hier. Du wirst es verschmerzen. Werde ich wohl müssen, ja. Da ist dieser komische Gauklertrupp da mittendrin jetzt. Vielleicht kriege ich hier nochmal so ein paar kleinere. So ein paar kleinere Dingens hier. Vielleicht kriege ich die auch noch in so ein paar kleine Stände. Ich denke, das sollte kein Problem sein, oder? Ja gut, nee, den setze ich da jetzt nicht noch mit hin. Ich finde, der passt auch nicht ganz so gut wegen dem Untergrund. Der passt da nicht ganz so gut rein. So, hier. Auf jeden Fall zwei Stände hin. Und hier kommt
auch noch was hin. So. Komm her, ich brauche Holz. 7,4 Millionen sehe ich gerade. 20.000 Ehre, ey. So richtig ehrenhaft. Ach, Jungs. Kommt, gebt's mir. Gebt's mir das Holz. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Naja, so. Ratten machen sich an ihren Vorräten zu schaffen. Oh nein, nicht das Nagtier. Jeder weiß, wo er steht. So, pass mal auf hier mal. Lass mich hier bauen. Ich will bauen. Es soll schön aussehen. So. Warum ist das jetzt so? Warum habe ich das so gebaut? Warum ist das so? Ich dachte eigentlich... Ich hätte das alles so gebaut, dass es passt. Aber ich bin scheinbar dumm. Da kommt jetzt hier halt noch ein Eingang hin. So. Dann so. Hier was hin, hier was hin. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das ist ja auch ganz schön frech, du, muss ich mal so sagen. Wichtige Staatsgeschäfte warten. Es ist unser Wunsch, dass ihr euch diese Angelegenheit widmet. Mhm. Ist das so, ja? So. Ja, ja, der Kaiser. Immer viel zu tun, der Mann. Kriegen wir hier vielleicht so einen kleinen Brunnen oder irgendwas anderes Nettes hin? Nee. Das fühle ich nicht. Das sehe ich nicht. Nee, das machen wir nicht. Das ist schon besser. Dann einmal hier. Ein gutes Geschäft. Dankeschön. Dann einmal. Es ist doch nicht normal, dass ich hier so viel Holz verbrauche. Leute, was tut ihr denn damit? Ugh, 100 Tonnen Stein und 100 Tonnen Werkzeug. Hm. Na gut. Nahrung. Ah, sehr schön. Da ist doch wieder was angekommen an Holz. Holz, Holz, Holz. Erstmal hier. Beschleunigt. Und da haben wir kein Baumaterial mehr. Das ist alles sofort weg hier. Braucht doch sowieso kein Holz. Einer ihrer Betriebe stellt ganz im Ernst. Was wollt ihr denn mit Holz? So. So ist es recht. Die Adligen brauchen auch kein Holz. Dafür habt ihr doch Kohle, Leute. Was wollt ihr denn mit Holz?
Das sieht komisch aus. Ja, nee, nein. Ist abgelehnt worden. Wir machen das. So. Der Rat der Zehn dankt. Bitteschön. Immer wieder gern, würde ich sagen. Würde ich sogar noch gerne sagen, wenn ich wüsste, worum es hier geht. So, hier müssen wir auf jeden Fall hier die Hecke hin. Ja, also irgend so ein Fresko kommt hier hinten nicht hin. Das kannst du knicken, schmicken. So, hier können wir dann, warten wir mal eins, zwei, hier so, flop, hier können wir dann den Übergang machen zu dem Fresko. So. Dann hier eine Kurve, da eine Kurve, hier noch eine. Hier noch eine, da noch eine. Dann brauchen wir hier nochmal ein gerades Stück. So. Das ließ sich tatsächlich kopieren. Ich bin fasziniert. So, 10 Tonnen Holz brauchen wir. Kriegen wir doch bestimmt gleich per Schiffslieferung dazu, oder? Jeden Augenblick. Bleiben besser. Da ist es. Perfekt. Können wir doch eigentlich auch so machen hier. Moment, speichern erstmal. Moin Momo, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Und mal wieder reinschaust hier in die gute Stube. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich kein scheiß Holz habe. Mann. Machen wir hier ein bisschen Schilf hin, auch wenn es eigentlich überhaupt nicht hinpasst. So, hier ein bisschen was von dem Zeug. Laufen die jetzt hier hinten eiskalt durch? Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Weiß ich jetzt ja nicht, was ich davon halten soll. Wird das besser, wenn ich den Weg da wegnehme? Nicht so richtig. Ich renne hier halt einfach eiskalt durchs Gemüse. Ich beobachte das nochmal. Vielleicht ändert sich das ja gleich nochmal. Freibier für alle! Warte mal, was? Freibier? Hab ich irgendwas verpasst? Freibier? Und jeder hat bekommen, was er wollte. Außer ich. Ich habe nämlich kein Holz. Ich hab nämlich kein Holz. Ich brauch da Holz. Allah segne euch. Absolut. Genau, das sollte ein er tun. Gutes Geschäft ist mir immer. Ach komm, jetzt gib mir doch irgendwann mal ein bisschen Holz. Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das gefällt mir. Man kann auch gedrückt halten. Das ist ja interessant, aber der zieht dann noch ein bisschen weiter. Warte mal, ich drück nochmal. Und jetzt lasse ich los.
Ja, jetzt zieht er noch ein bisschen weiter. Also ich laufe jetzt tatsächlich jetzt nicht mehr durch, oder? Der Baum scheint seinen Zweck zu erfüllen. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich sehr gut. Bäume, die ihren Nutzen erfüllen, sind gute Bäume. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Sehr schön. Très bien. Hier könnte man noch einen kleinen Platz hinmachen. Irgendwas Ansprechendes. Hier, ich dachte gerade an diesen. Nee, das nicht. Das ist zu monoton. Ich hätte hier gerne diesen 3x3. Unter die Arme greifen. Teil Dingenskirchen. Warte, wo war der das? Ja doch, das müsste gewesen sein gerade. Der hier. 3x3 passt ja überhaupt nicht hin. Eine Produktion, so würde es gehen. Pass mal auf, wir versuchen das mal so. Und machen mal hier. Das würde ich mich auch noch machen. Lukrativ in jeglicher Hinsicht. You see what I mean? So für die Orgel. So eine kleine Bühne hier, so live und open air. Live Rockmusik im Mittelalter. Hier noch so ein paar nette kleine Bäumchen. So, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Hier ein bisschen vercheckt hier. Moment. Ich dachte irgendwie, das wäre symmetrisch. Wieso bin ich denn davon ausgegangen, dass es symmetrisch ist? Bin ich doof? Pass mal auf. Da. Kann natürlich wieder nicht kopiert werden. So. Ja gut, das wirft jetzt natürlich meinen ganzen Plan hier so ein bisschen durcheinander. Also das kann natürlich jetzt tendenziell trotzdem alles so sein, ja. Aber... kriege natürlich jetzt hier nicht so gut die... Oder geht es beim Kriegen? Das wäre natürlich jetzt auch stabil gewesen hier, diese... Also wenn die ein bisschen besser positioniert wären, die Bänke, dann hätte ich die auch richtig schön hier vorne, also noch hier mit hinsetzen können. Zur Mitte ich halt auf dem Feld und nicht irgendwo so am Rande. Ah gut. Achso, ja, ich wollte ja auch die Folge beenden. Wir sind schon wieder in Überlänge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Fertig.